Hallo YouTube, herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Session Lies of P. Wir sind live, es ist Sonntagnachmittag. Letzte Folge haben wir ja diesen Brotherhood-Boss Römisch 2 geschlagen. Zwei Hasen, ein anderer Typ mit dem Eimer auf dem Kopf und dann so ein Typ mit dem Riesenschwert. Es war wild, es war eine Session für die Geschichtsbücher. Und das Kontrastprogramm wird es, glaube ich, heute geben, denn heute ist jetzt mal schön runterkommen angesagt. Ich war, glaube ich, auch die letzten Meter, letzte Folge auch echt müde, habe das gar nicht alles so richtig gecheckt und das machen wir jetzt, also in diesem neuen Gebiet. Und da freue ich mich schon jetzt drauf. Ich habe jetzt einen Tag, glaube ich, oder zwei. Nee, tatsächlich habe ich wieder nur einen Tag Pause gemacht. Nee, warte, Donnerstag war der letzte Stream. Ja, genau, zwei Tage Pause. Anyway. Und wir sind jetzt in dieser, ich würde mal sagen, ja, dieser Asche-Gegend hier. Hier waren Schützen, ne? Ich meine, ich habe auch die Items hier alle schon aufgejoinkt. Und, hey, danke für die Subs, Leute. Überhaupt, Leute, ey, danke für euren Support. Das Let's Play war echt cool bis jetzt. Ich will jetzt ein bisschen versuchen, mal November, also ich nehme mir das immer mal wieder vor, aber ich muss noch ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinbringen. Ich habe das auch im Discord gemeint, neulich, gestern. Weil ich habe nämlich am Freitag habe ich halt wirklich, die können mir eigentlich egal sein, ne? Donnerstag. Ich gehe immer so all in einen Tag und dann bin ich zwei Tage so ein bisschen kaputt. Das ist irgendwie nicht gesund auf Dauer. Also ich mache dann immer so Podcast-Aufnahme. Dann zwei Streams, vier Stunden. Und dann fällt mir so abends auf, ey, ich habe jetzt 7 Stunden nur geredet in eine Richtung. Das kann auf Dauer nicht gut sein. Und mal gucken, ups, wie das so läuft. Aber wollte ich euch nur, ja, ist ja eigentlich auch egal für YouTube, ist eh egal. Die VODs kommen weiterhin natürlich. Aber ich habe mir überlegt, ich mache ein bisschen mal. Ich versuche mal ein bisschen regelmäßiger. 7 Stunden Arbeit an einem Tag, das ist ja unmenschlich. Ja, gut, das ist der Klassiker, dass Leute jetzt da sowas drauf sagen. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Mach mal den Job, dann können wir weiterreden. Aber ja. Im Sinne von einfach ein bisschen mehr die Arbeit verteilen und ein bisschen gesünder alles irgendwie rangehen. Waren die gut, die Bros? Nö. Einen schönen Sonntag euch allen. Azarien 2D, dankeschön. Anyway, Leute, es ist alles auch gar nicht so wild. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt groß darüber jetzt geredet habe. Ist mir jetzt als erstes eingefallen. Alles cool. Frag mich nur, was ich danach nach Lies of P mache. Ich habe Lords of the Fallen immer noch nicht. Und bin auch immer skeptischer, Leute. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch ein paar Reviews geguckt und so. Irgendwie so, die Animationen und so haben mir nicht so mega gut gefallen. Ah ja, hier war ja jetzt ein Boss, ne? Ich liebe Butter hat gesubbt und schreibt als Subnachricht, ich liebe Butter. Alles klar, Mann. Danke dir für den Sub. Cool. Guck mal den Mini-Beitrag von Game 2 an. Hey, Loffi, Grüße aus Dortmund, sagt er. Ja, ihr habt dort Abend wieder Auftritt, ne? Mit Apokalypse und Filtercafé. So, ich mach mal den mache ich jetzt. Den ist doch nicht schwer, oder? Nein! Boah, der staggert so hart. Okay, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Aber das ist ja voll der lange Bossweg, ey. Diese ganze Scheiße da hochlaufen jedes Mal. Jo, mit Thorsten Streter. Donny, wie läuft NoFap? Ey, übelst schlimm, ey. Ich hab so Druck. Nein, Mann, keine Ahnung. Warum gehe ich überhaupt ein auf diese Frage? Hey, Donny, bist ja nichts von Game geschaut. Difficulty im Vergleich zu Dark Souls, Bloodborne, deine Einschätzung? Schwerer. Das Spiel ist schwerer als Bloodborne. I said it. Ob das Spiel besser als Bloodborne ist, traue ich mich noch nicht zu sagen.
Für mich ist es auf jeden Fall Spiel des Jahres. Und nein, ich habe Baldur's Gate nicht gespielt, bevor jedes Mal mit dem Thema gleich die ganzen Baldur's Gate-Fans um die Ecke kommen und sich echauffieren. Aber warte mal, die Dudes habe ich ja auch gar nicht gekillt. Ja, okay, warte mal. Wäre vielleicht gar nicht so unklug, hä? Huh? Wuhu! Hä? Ist es jetzt... Warum verschwindet das nicht? V-Engineering. Hm. Bin nie aufgefallen, das Logo. So, ist hier vielleicht noch was? Da ist noch ein Shiny. Hm. Hier auch. Journey, wenn du dich entscheiden könntest, Ingmar Bergman oder Stanley Kubrick? Was? Verstehe die Frage nicht. Deswegen kann ich sie nicht beantworten, ehrlich gesagt. Oh oh, Bundi Bundis. V-Engineering bei V6 Top Dog. Ach ey. So, warte mal. Feuer war schon gut gegen den, ne? Ich mache nochmal Buff hier vorne. Und der hat Schock verteilt. So, ich guck mal irgendwie, wie ich da mal ein bisschen mehr... Ich versuch den mal nur mit Blöcken erstmal zum Staggern zu bringen. Das dürfte doch nicht so schwer sein, ne? Ah, Timing, ey, Alter. Ah, ich bin unten drunter, geil. Ah, ich bin unter ihm und drunter, so gedingst. Okay, wir machen überhaupt kein Damage, Leute. Was soll das? Warum ist das jetzt so ein... Lanox, alles okay bei dir? Brauchst du wieder eine Verwarnung? Du bist ja in letzter Zeit immer mal wieder hier negativ aufgefallen, ne? Müssen wir dich wieder timeouten? Ich glaub so, ich merke mir die Namen nicht. Ich merke mir die Namen hier. Ich weiß schon, wer öfter mal spoilert und auch tendenziell ein bisschen nervt im Chat. Und sich nicht an die Regeln hält. Ich merke mir das. Das ist extremes Backseating und du schreibst alles in Caps. Wenn du jetzt noch irgendeine Scheiße schreibst, die nicht cool ist oder die spoilert oder irgendwie sowas, dann muss ich dich leider hier bannen, tatsächlich. Ja? Letzte Verwarnung. Das geht halt gar nicht. So, weiter geht's. Habe ich schon gesagt, dass die aussehen wie die Dinger von Prometheus? Ja, ne? Die, wie heißen sie? Die Engineers. Ist eine dunkelgelbe Karte, auf jeden Fall. Und ich finde auch zurecht. Es gibt einfach Leute, die raffen es einfach irgendwie nicht. Aua, Alter. Oh. Lass mich kurz weg. Ah, da war ich doch drauf, Junge. Irgendwie treffe ich bei ihm die Blöcke nicht. Ach komm. Ich kann nichts machen. Martin Schlusch. Hallo, also danke für den Stufe 1 Sub erstmal 5 Monate. Hallo Donny, dein Content in letzter Zeit macht mir echt mega Spaß. Danke und weiter so. Vielen lieben Dank, das freut mich. Hallo Pia. Ja, mir macht's auch Spaß.
das Game ist natürlich geil. Für mich eigentlich so das perfekte Game zum Streamen. Ich muss auch mal sagen, viele Leute loben ja immer oder immer mal wieder mich für meine Geduld und so bei Bossen und Durchhaltevermögen. Leute, ganz ehrlich, ich würde das privat wahrscheinlich nicht so machen. Das ist euch klar, oder? Also, diese 3 Stunden Boss-Grind-Session oder so, die sind natürlich, das habe ich schon öfter erzählt hier, das ist halt für mich das Allergeilste, weil das so dann Win-Win ist. Also ich bin hier am, ich habe so ein bisschen Motivation vor Zuschauern, das zu machen, und das treibt mich halt an. Das ist ein bisschen wie so halt Fußballer mit einem Heimspiel oder so. Aber ich glaube nicht, dass ich zu Hause 3 Stunden lang so einen nervigen Boss machen würde. Und ich würde auch wahrscheinlich mit Summons spielen. Und was? Ja? Also. I don't know. So, das eine Bein hat halt wirklich wenig Armor. Ey, Junge, wirklich. Ey, ich krieg einfach. Ist ein bisschen wie der Typ von Goonies, oder? Ah, ich wollte doch. Ich wollte schärfen und nicht heilen. Scheiße, ich brauche unbedingt diesen diesen Boden-Dodger, Leute. Ey, das geht so nicht weiter. Ich muss Quarz dafür ausgeben. Ja, hier bin ich. Ah, geil. Zieht dem nix ab, Mann. Das ist ein Gimmick-Boss, oder? Brauche ich irgendwie eine andere Waffe oder so? Mann! Das nervt. Ich hole mir jetzt diesen Dodge, Leute. Weil bei dem brauche ich den irgendwie voll oft, weil ich da immer so auf dem Boden liege, weil er mich so plättet. Ich glaube, ich habe jetzt auch Quarz übrig. Ja, ich rede ja schon seit ein paar Sessions darüber, dass ich mir den mal holen will. Transport to the Stargate, ja? Ich glaube, ich muss auch mit der Oma noch reden, oder? Der Dennis, oder der Nils. Nee, der Nils. Danke für die 7 Monate. Kanzler der Kurve steht hinter dir. Ja, ich musste übrigens ein Segment rausschneiden bei der letzten Folge, deswegen dauert die Verarbeitung so lange. Falls sich wer fragt, wo die Folge von letztes Mal bleibt. Da haben wir doch die Zelda-Musik angemacht irgendwann mal. Weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Da hat YouTube gemotzt. Das ist nur ein Segment, ich glaube nur 10 Sekunden. Das muss dann geschnitten werden von YouTube und das dauert dann immer lange, weil die Verarbeitung dann aus irgendeinem Grund immer dann nochmal ein paar Stunden dauert. So, warte, ich will gar nicht zu ihr. Ich wollte doch quarzen. So, warte, jetzt gucken wir mal kurz nach. Wo sehe ich, ob ich Quarz habe nochmal? Man muss kurz antworten. Sorry, ich muss ganz kurz was Wichtiges schreiben, jemand?
Okay. Bin im falschen Ding wieder, ne? Hier, die Tasche. So, wir haben 2 Quarz. Okay, nice. Gut. Das ist gut. Rocky Raccoon, danke für den Sub. Lecker, lecker. Ist diese in Referenz zu dieser Familie, hä? Mm, lecker, lecker. Ich rede gleich mal mit der Oma, aber ich mache jetzt mal hier kurz diesen Dodge machen. So, jetzt haben wir den endlich. Der ist wohl so wichtig. P-Organ, lol. Wo ist denn der? Ihr habt es irgendwann neulich gesagt. Der ist bei Phase 2, ne? Link Dodge, da ist er. Enables Dodge in the middle of a Dodge. Das ist es, ne? Okay. Was machen wir da jetzt noch dazu? Nope. Ist es nicht das? Wo ist denn der, Leute? Hm. Ich guck mal. Müsste ja da ein Symbol sein, was aussieht wie ein Dodge. Phase 2. Hier vielleicht? Ah ja. Rising Dodge, da haben wir es. Okay, danke, Chat. Dann machen wir hier aber noch was drauf. Enhances Weapon Attack when Durability is at Maximum. Hm, das ist auch nicht so schlecht, ha? Huh? Enhance Ambush Stagger? Hm. Sind schon einige coole Sachen hier. So Lowest Charge Attack Stamina gesammelt. Ah! Da mache ich den doch mal. Ich benutze doch voll oft den. Den Charge Attack. Den nehme ich mal mit. Ich finde den nicht schlecht. Und hier haben wir eine Legion Magazine. Mache ich nicht. Dann haben wir hier nichts mehr zur Verfügung. Lowers Guard Gain. Guard Regain Reduction. Hm. Enhance Attribute Resistance. Das ist natürlich immer gut. Increase Pulse Cells? Was? Das ist doch mega das wichtige Upgrade. Jetzt habe ich 8 Heals oder was? Ey, das ist schon ein bisschen komisch gemacht. Jetzt habe ich auch noch einen Slot mehr für Amulett und so. Ey, das ist schon ein bisschen. Die verstecken hier schon echt wichtige Sachen hinter so. Hinter diesem Quarz-Tree, finde ich. Naja. Okay, wir haben jetzt 8 Heals. Das ist ja mega gut. Ich wusste das nicht. Okay, die Alte hat nichts Neues. Gut, weiter geht's. Ich glaube, ich kaufe noch ein bisschen Gedöns. Ah, ich habe kein Geld. Ah, warte mal, habe ich noch Gedöns? Gelöt zum Pöten? Ja, geil, komm. So, 3000. Ich kaufe mal so ein paar Throwables. Runterrutschen, runter, Purzelbonbon. Ah, ja, ich hätte mir noch eine Box für ihn. Geil. Marcelinho, Alter. Hertha-Fan, hä? Danke für 7 Monate, Mann. Okay, er hat mir nochmal Ergo gegeben. Was hat denn er jetzt hier für neues Zeug? Der hat nur diese Dinger da, die interessieren mich nicht so richtig. Okay, was denn dem Zeug? Habe ich doch letztes Mal gesagt, das könnte ich vielleicht auch mal kaufen. Da habe ich immer noch das allererste nur. Hier sind noch so ein paar Amulette. Increases max amount of HP, Stamina and Legion? Bro. Advanced plus 4? Also so Amulette mit 4 Levels zu irgendwas sind eh immer geil. Increases. Ey, ich glaube, das kaufe ich mir, oder? Ist das gut? Hm. Man weiß halt immer nicht, wie viel es increased. Was haben wir hier noch? Also nicht, dass ich die jetzt explizit für diesen Boss brauche. Ich check schon, dass da irgendwie ein Gimmick ist oder irgendwas. Bei ihm mit dem Bein oder so, was mir vorhin gespoilert worden ist, wäre ich wahrscheinlich auch einfach selber drauf gekommen. Aber naja, so ist es halt, wenn man streamt. Aber ja, das raff ich schon. Aber ich gucke mal generell, was es hier noch so gibt. Hier sind noch ein paar neue Waffen irgendwie, die ich kaufen könnte. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich immer diese Spiele so spiele mit einer Waffe dann bis zum Ende, Mann. Es gibt so viele geile Waffen in dem Game, aber ich habe dann immer keinen Bock, mich da mal neu auseinanderzusetzen. Der labert zu viel, Leute. Drynador. Ey, Donny, wie lief letztens der Late-Night-Stream mit 3000, mit 3K-Rate? Super, war auf jeden Fall krass.
Haben sich auch noch echt so, glaube ich, 2000, also bis zum Streamende waren es immer noch so 2000 Leute, also sind einige Leute da geblieben. Das ist immer ein Zeichen, dass man es vielleicht nicht ganz so schlecht macht. Aber ja, solche Raids sind natürlich immer krass, aber ich glaube, mittlerweile kann ich damit ganz gut umgehen. Weil ich versuche, früher, so als in den ersten ein, zwei Jahren Stream, wenn dann so größere Raids reinkamen, dann war ich immer so die ersten 5 Minuten ein bisschen cringe, finde ich so. Also man will dann so möglichst nett und sich so dann so, weiß ich nicht, so den neuen Leuten präsentieren, so ein bisschen schon anbiedern direkt, so komm, bleib mal hier, hier ist geil. Aber das ist ja auch Quatsch, weil so bin ich ja dann nicht. Ich bin dann meist immer so, habe ich auch ein bisschen immer die Gefahr, dass es aneckt, wenn ich den Leuten einfach sage, ey, schön, dass ihr da seid, aber haltet mal das Maul, ich muss mich jetzt konzentrieren. Weil so rede ich ja mit euch. Wisst ihr, was ich meine? Und dann sollen die Neuen ja jetzt auch gleich mal abbekommen, wie es hier läuft. Okay, warte, Legion Caliber brauche ich nie. Was ist das hier? Hey Donny, liege seit Tagen mit Erkältung flach und habe die ganzen Lies of Peace Sessions auf YouTube reingezogen. War unterhaltsam und chillig. Dankeschön, das freut mich. Das ist tatsächlich auch das, was ich am liebsten für euch mache. Unterhaltsam und chillig tatsächlich. Also, das finde ich immer, da freue ich mich, wenn das dann so auch rüberkommt. So, sorry, ich bin gerade wieder ich verliere gerade Track of Time und so. Bin bei Boccio eingepennt und dann wurde von der hohen Stimme God Gamer gerufen, hat geweckt. So, jetzt ganz kurz, ich kann mich jetzt nicht konzentrieren, sonst. Hat er Troubles, wollte ich doch kaufen. Nee, aber er hat vielleicht Usable Items. Ich glaube, Troubles hat er, der Typ im Lobster Bar, huh? Der ist eher so der Trouble Guy. Naja. Wenn du deine Seelen einsammelst, kannst du hier Quarz kaufen. Okay, aber bei wem? Er hat Quarz, oder? Warte mal ganz kurz. Wie viel kostet es denn? Quarz. Nee, er hat's nicht. Was mit diesem Amulett? Soll ich das mal kaufen, Leute? Aber ich weiß nicht. Wuhu, mein langweiliger Zahntag hat endlich ein Ende. Nice. Aber gerade ist hier auch ein bisschen boring, weil ich hier gerade nur so boring Scheiß mache. Aber ich will mal kurz hier checken. Er hat doch Quarz, genau. Es kostet 4.400. Aber er hat nur eins. Naja. Quarz gibt's an der Rezeption. Okay, weiter geht's. Ich geh jetzt nochmal rein. Also ich muss mir den jetzt mal genauer angucken. Irgendwas ist mit seinem Bein, das ist doch klar. Da ist irgendeine Scheiße. Irgendwas. Jetzt ist ja gerade irgendwie in L.A. oder in Las Vegas ist ja gerade TwitchCon, ne? Und ich weiß nicht, manchmal denke ich, bin ich irgendwie komisch, aber das ist halt wirklich so das Letzte, worauf ich Bock hätte. Auf so eine Convention gehen und mit so lauter anderen Streamern abhängen. Und die meisten von denen auch so voll jung und so, machen die ganze Zeit in Real-Life-Streams und sind so voll, machen nur Content, die ganze Scheiße. Und dann sind auch diese ganzen unangenehmen amerikanischen Streamer da, die auch teilweise so ein bisschen, um jetzt keine Namen zu nennen, aber ich sehe da, also Army-Streamer sind schon echt teilweise ein bisschen weird, außer Asmongold. Aber irgendwie, I don't know, habe ich heute noch dran gedacht, dass ich mir denke, hey, ich hätte so keinen Bock auf sowas. Das gleiche auch in Deutschland, also Gamescom und so, denke ich mir auch immer, was soll ich da? Neue Leute kennenlernen und so. Ne? Ich werde die ganze Zeit wahrscheinlich nur genervt in der Ecke stehen und mit Augen rollen und denken, oh Mann, ich will nach Hause. Aber ja, ist ein bisschen mein Problem. Ich bin nicht so, ich muss mal wieder mehr unter Leute. Oh Mann, was hat der jetzt hier mit dem Bein? Komm, ich mach jetzt mal nur auf das Bein jetzt halt, mein Gott. Und mach perfekte Blocks, weil ich's kann. Ah, jetzt geht das mit dem Dodge. Okay, ist ein Gamechanger. Merkst du gleich. Warte, ich mach's jetzt mal mit Geduld, Leute. Ich gehe nur auf das Bein, okay? Und hau immer wieder ab. Mit R2 Attacken. Und halt ein paar perfekte Blocks, weil ich's kann. Ich
kann das halt, Leute. Ah, scheiße. Damit. Nein. Kein Stamina. Ah, Junge, der nervt mich jetzt wirklich mal. Ich hab Schock. Ich hab kein Stamina jetzt mehr die ganze Zeit. Ich kann nichts machen, weil ich Schock hab. Okay, wir müssen nochmal. Ah, der nervt ein bisschen, der Boss. Ist ja auch voll, oh, safe nur so ein Mini-Boss. Fucking Mordor hier, ey. Hab aufgehört zu spielen wegen dem Boss. Wirklich? Nikita der Breite? Mini, der ist doch safe über 4 Meter. Kappa! Ey, boom, Edelschock. Ich fand den auch super ätzend und hab länger gebraucht als gewollt. Ne, wir machen den jetzt, Leute. Ich hab schon gesehen, wie ich den jetzt machen kann. Ich war nur zu ungeduldig. Ich werde, wenn man oft genug gegen sein linkes Bein da oder sein rechtes haut, dann staggert er irgendwann oder so. Kriegen wir hin, kein Problem. Ich kann jetzt auch geil dodgen. 8 Heals. Mach ein bisschen Feuer, weil warum nicht? Ich habe Fable. Ich habe alles, was man braucht. Das war zum Beispiel dumm und ungeduldig, weil warum mache ich jetzt eine Charge Attack? Ja, weißt du, so geht's halt nicht, Donny. So geht's nicht. Feuerbuff umsonst drauf gemacht. Das wird ein langer Stream heute, glaube ich. Joram fragt, ist ein neues Wort zum Donntag geplant? Wir sind echt irgendwie was ganz Besonderes, im guten Sinne. Ja, wollte ich heute tatsächlich aufnehmen. Und danke. Ich habe ja die TWS-Folge für Mittwoch schon längst aufgenommen. Nochmal Reminder, kommt Mittwoch raus, die wird euch gefallen. Diese ganze Urlaub war so beschissen, Mann. Und ich habe darüber alles erzählt, 45 Minuten lang, nur wie scheiße das war. Hinfahrt, Rückfahrt, alles, ey. Mann, so langsam habe ich auch. Kann ich mich. Hätte ich schon Bock, ein paar Sachen zu erzählen, aber ich will auch nicht spoilern. Ich sag mal nur so viel: Es gab so Leute da in dem Urlaubsresort, wo ich war, die haben sich morgens mit einer Thermoskanne. Also nicht eine Thermoskanne, sondern so ein Thermosbehälter, sowas hier, wie ich hier habe. Haben die voll gemacht mit Mojito. Voll gemacht. Und voll übelst der Fuselalkohol. Das war so scheiße. Mann. Ey, der hat so viel Reichweite, Mann. Ey, das ging so schnell gerade, Mann. Ey, der ist... excuse my French, es ist ein Hurensohn. Die Deutschen hamstern Alkohol im All-Inclusive-Urlaub. Hamstern ist auch ein geiles Wort. Ja, es waren aber eher so die Polen. Viele Polen waren da, wo ich war. Kumpel ist auch für 2 Wochen Türkei gewesen. Moin übrigens, Timo. Und hat erzählt, dass er... und kam mega genervt nach Hause. Ja, ja.
Also, aber das Problem bei meinem Urlaub waren eher Hin- und Rückreise. Ich sag's nur. Hoteltransfer und Flug und so, also alles einfach scheiße. Ich war auf jeden Fall nicht entspannt nach dem Urlaub. Und dann habe ich ja irgendwie voll die Magenprobleme gehabt, 2 Tage. Und dann. Naja, egal. Nächstes Mal auf jeden Fall Kultururlaub, Leute. Aber ist, also komme, was wolle. Ich gehe nie wieder, glaube ich, erstmal in so einen Pauschalurlaub. Es sei denn, es ist so richtig geil, so wie bei so Hawaii oder sowas. Nee, ist wirklich. Ist so schlimm, der Boss. Aber er ist irgendwie komisch schlimm. Er ist nicht so richtig schlimm. Er ist irgendwie so. Ja, klar, fucking. Ryu oder was? Wieder kein Stamina. Oh, Leute, ey, das macht irgendwie keinen Bock. Danach dieser beschissen lange Bossweg, ey. Scheiß auf den Boss. Jack Trendy hat ein neues Video. So witzig, wie Donny einfach genau das sagt, was ich auch vor mich hingelabert habe bei dem Boss. Ikana, wir sind Brüder im Geiste. Oder Schwestern, ich weiß es nicht. Ikana ist jetzt nicht so eindeutig. Bist du he, him oder they, there? Oder wer? Ich bin übrigens Donny, als Gamer gelesen. Aber jetzt kommen die Dieter nur Gags, ha? Huh? God Gamer! Rein da. Brauche ich überhaupt Feuer? Ich habe das Gefühl, das bringt nichts. Sieht ja zu brav aus mit meiner Frisur, ne? Als würde ich irgendwie gerade von der Kirche kommen oder so. Geh mal einfach ran da jetzt. Lass mich ran, ja, denn sie will ja. War wichtig, dass der sitzt, der Block, aber saß nicht. Guter Dodge eigentlich. Reicht das? Nee, natürlich nicht. Ey, das mit Schock. Ey, Schock ist wirklich einer der beschissensten Statuseffekte nach Decay vielleicht, oder? Vor allem für meinen Spielstil. Ich brauche ja immer Stamina. Boah, Junge, ey. Und schon wieder direkt Schock. So ein Scheiß, Mann! Was ist das für ein Wichser, Mann? Jetzt muss ich wieder Schock abwarten. Kann nicht rennen. Kann nicht mehr gehen. Kann nicht mehr stehen. Genau, das ist echt das Schlimmste bei Schock. Er muss nicht mal voll sein, dass man den Effekt bekommt. Genau, finde ich auch. Junge, der Move! Den kann man nicht dodgen. Junge, diese Rolle, Mann, ist so ein Wichser. Scheiß. Oh. Aha. Was war das denn? Ich hab einfach mal gemacht. What? Scheiße, geil.
Okay, warte, muss man den einfach ins Bein schmeißen? Oh, der Dodge war übertrieben gut. Ich mach noch was anderes ins Bein. Ja! Sieht doch gut aus. Nicht gierig, nicht zu gierig. Oh, gut. Jetzt muss ich nur noch, glaube ich, einmal umfallen bringen, oder? Scheiße. Lehm mich vor, Leute. God-Gamer-Modus. Okay, wir müssen dingsen. Schärfen, scheiße. Gierig. Das war ein bisschen gierig, Leute. Ah, das war gut. Komm her. Geh. Hopp. Fick dich. Mann, der lässt mich da nicht ran an sein Arschding da. Oh, oh, hier, der Ecke-Design ist nicht gut. Oh, Dodge des Jahres, Leute. Ja! War's das? Das war's doch jetzt, oder? Yes! First try, Alter. Wuhu, God Gamer. Nice, we did it. Chillig. GG Chat. Chillig vanillig, Alter. Der ging ja irgendwie weg dann. Use Badge. Was für Badge? Ich habe einfach wirklich durch zu. Ich habe einfach mal so, ohne nachzudenken, mal geschmissen. Das ist der Cheese, hat irgendjemand gesagt vorhin. Ich habe es wirklich auch nicht gelesen, ausnahmsweise mal. Ich habe es tatsächlich mal selber rausgefunden. Aber so wäre der Cheese gewesen, oder? Da einfach immer noch Bein schmeißen. Ansonsten war der ja gar nicht so schwer. Ich level mal, ha? Vielleicht Vigor nochmal? I don't know. Ich glaube, ich muss eh mal irgendwie mein Bild resetten und nochmal neu verteilen. Ich habe das Gefühl, da kann man noch was optimieren. Oh oh. Raketenmann wieder. Habt ihr schon mal einen besseren eingesetzten Fable gesehen als den gerade? Ich glaube nicht. Kriegt der Friendly Fire ab? Tot, ich bin tot. Ah, gut gedodged. So knapp, Alter. Oh, leck mich doch. Ach komm! Jetzt die Aggro der. Alter, so geht's. Ja, da kann er nicht viel machen, hä? Der Kollege. Ja, hallo, gib mir mal den Spot. Er gibt mir nicht. Er gibt mir den Spot nicht. Unangenehme Stelle.
Okay. Waren hier noch Items, Schmeitems? Was passiert denn jetzt? Was passiert da? Achso, ich muss drauf drücken. You used High-Level Alchemist Badge. Der Boss hat auch gerade ein Amulett gegeben, oder? Auch hier Zelda-mäßig. Ich muss mal kurz gucken, der hat doch irgendwas mir gegeben vorhin. Hier. Ach, einfach das Ding, okay. Ja gut, ist halt ein Schlüssel, ne? Mit dem kommen wir weiter. Ich bin ja nie Fan von so Gegenden bei so Games, wo dann die ganze Zeit so dramatische Musik läuft. Mit so Kirchenglocken und so epischen fucking Streichern. Das geht mir dann auf Dauer auf den Sack so ein bisschen. Was macht denn der? Warum, was denn jetzt? Achso, das Wasser ist hochgegangen. Und wo kann ich jetzt da hin? Da. Das ist doch irgendwie, ne? Helmut Bumsen. Helmut Puppen. Bumsen. Das kann doch keine Zahl lesen. Oh. Ah, diese Wandscheiße immer. Mit meiner Waffe. Ist nicht gut. Hast du ein Item gedroppt? Nein. Hey, Dayway! Dankeschön. Für den Sub. Kostenlos mit Prime abonnieren. Stream werbefrei genießen. Vorbildlich, guck mal. Können mich hier die Pfeilos treffen? Nee. Das ist doch irgendwie, ne? Au, ins Gesicht! Damn! Ah, da geht's ja gar nicht lang! Au! Lol. Ah, okay. Ah. Ich dachte, ich fall runter. Mann, der soll mal aufhören da oben. Hier ist die Abkürzung, die ich, da ist eine Leiter, habe ich gesehen. So, jetzt aber, komm. Ist doch nicht schwer. Oh oh. Das ist die genau gleiche Scheiße schon wieder. Das kann doch nicht sein. Oh. Ich hab... Nein. Okay. Urgent Repair gelöst. Gut. Timing eines jungen Gottes. Hier schießt er jetzt wieder wahrscheinlich. Ballhands, man. Dem geht's gar nicht gut, ey. Die gerne mal sehen, wie die Lego spielen oder so mit diesen Ballhands. Ey, so ein Troll. So ein absoluter Troll, dieses Item, dass er dann... Ja, ich hab gedacht, das reicht vom Timing. Ich hab den doch... Ich hör doch, wenn der schießt. Das findet ihr jetzt wieder funny, ja? Das ist so, das ist eure Unterhaltungsanspruch oder was? Das findet ihr jetzt super funny? Die ist runtergefallen. Hm?
Hab mich richtig abgelollt. Oh, guck mal, ich bin voller Bukake. Ah, guck mal, da ist ein Item gewesen. Scheiße, das will ich einsammeln, aber mache ich jetzt nicht. God Gamer. Was war denn das Item am Ende überhaupt? War es ein Troll? War es wirklich nur ein Troll-Item auch? Das wäre typisch. Hier ist die Abkürzung, ne? LBB. Ich finde das immer noch witzig, wenn das Leute schon wegen diesem Eimer Shorts gucken, ne? LBB. Ich will das Item noch holen. Gottgamer! Fable Catalyst, gut. Oh oh. Jetzt hier rum und da hoch und da geil, ja. Jetzt hier rum und da hoch und da geil. Jetzt hier rum und da hoch und da geil, geil, geil. Wann wieder YouTube-Shorts? Ich glaube, das mache ich, glaube ich, nicht mehr so oft. Die Leute sind dann immer auch ein bisschen genervt. Wir haben einen Statuseffekt namens Decay. Und das macht unsere Waffe kaputt. Aber die können wir auch reparieren, weißt du? Muss noch einen Grinder drauf machen. Ah, scheiße. Okay, unsichtbar Hund. Cool. Einfach ein unsichtbar Dog. Noch nie gesehen. TikTok immer noch deaktiviert? Ja, ich hab's immer noch. Ich bin nicht schwach geworden. Ich habe TikTok immer noch deaktiviert. Und werd's auch, glaube ich, erstmal so beibehalten. Ballhands, man! Dead. Scorpion. Guy. Deine Meinung zum neuen Jugendwort des Jahres? Was ist es denn? Das wäre eigentlich auch Content, den wir machen könnten, oder? Das mal so ein bisschen durchgehen, aber dann werden mich alle wieder Boomer nennen, weil ich mich wahrscheinlich wieder aufreg. Hoffentlich ist es nicht Abo. Auf Lock, Goofy. Was soll Goofy heißen? Irgendwie nicht cool, oder was? Die Kiste will mich locken, ne? Aber mache ich nicht. Komm mal her, einer von euch. God Gamer, Alter. Okay, Reach des Jahres. Reach des Jahres einfach. Mehr Reach als, ich hab's gewusst, dass das nicht reicht. Warum mach ich's dann? Ach komm, jetzt läuft's doch gar nicht. Aber der verbrennt eh. Ciao, Baby. Radiant Ergo. Ja, klar. So nicht, mein Freund. So nicht. Das erlaube ich nicht. Du staggerst jetzt mal schön. Mit R2 jetzt auch nochmal. Komm, krieg ich hin. Ah! Oh ja, nee, klar. Sie sind bestimmt spawnen, die neu. Was wir auf jeden Fall aber bald machen für YouTube, für den Hauptkanal, ist, habe ich mir überlegt, wir gehen mal, ich habe einen Tweet gemacht am Donnerstag oder so, Freitag, weil ich einfach mal gefragt habe, die Leute, ey, habt ihr Empfehlungen für, ah, da war doch eine Abkürzung, ne?
Habt ihr Empfehlungen für so 90er-Jahre-Thriller? Also sowas in die Richtung Untreu, eine Frage der Ehre, Copland und so. Und zu meiner großen Überraschung war tatsächlich ausnahmsweise Twitter nicht irgendwie nervig, sondern tatsächlich recht hilfreich. Da waren einige gute Vorschläge und ich habe mir überlegt, ich gehe das mal durch. Und dann stellen wir uns mal so 20 geile, 30 oder so zusammen und das ist dann eine Inspo-Liste für Leute, die halt dann auch mal nach sowas suchen. Dann könnt ihr einfach das Video angucken und sich da durchklicken. Weil ich glaube, das ist so eine... Da ist ein Demand dafür und es hat noch keiner geliefert, diesen Demand. Weil ich habe schon super oft habe ich das gebraucht. Und hätte mich über so ein Video voll gefreut. Ich glaube, diese Leidenschaft für solche Filme teilen viele, tatsächlich. Und das ist so ein spezifisches Genre, dass man das nicht so oft gut findet, so irgendwie Ratschläge, was da gut ist und so. Letterbox gibt es bestimmt auch, ja. Aber ich bin besser als Letterbox. Ich checke immer, was ist mit ihm los hier? Mann. Letterbox habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Ich war immer zu faul, irgendwelche Reviews zu schreiben. Also würdest du sagen, du bist besser als Schröck? Ja klar, sowieso. Vielleicht spawnen die ja doch nicht neu. Aha, die spawnen ja gar nicht neu. Ja, ist ja chillig. Komm, dann mache ich wieder Feuer aufs Gelöt. Und dann machen wir hier mal den kurz platt, ne? Zeigt er mir seinen Arsch, ey. So, jetzt brennst du, Kollege. Easy. Ich weiß, dass die Kiste noch offen ist, aber ich habe mir gedacht, wenn ich das Item nehme, dann greift er mich vielleicht an. Veterans Amulet. Crisis Max Legion, ja gut. Ich muss mal kurz Pipi machen, Leute. Pickelpause. Dann gehen wir, glaube ich, die Leiter hoch danach. Kann ich hier stehen? Ja. Kleinen Pulli noch angezogen. Okay, weiter geht's. Das macht Bock. So, die Leiter hoch, ne? Kann man die kaputt machen? Ja, wichtig. Ist eine ganz schön lange Leiter. Komischerweise genau diese weißen Flecken an der genau gleichen Stelle bei jeder Strebe. Naja. Ah! Geyser.
hätte es auch cool gefunden, wenn die wie bei Dark Souls bei den Gazern auch so einen Sound gemacht hätten, dass man hört, wenn einer in der Nähe ist. Das fand ich immer cool. Uns fehlen uns 300 Leute, bitte. Oh, ich hab ein bisschen zu viel gepoppt, scheiße. Naja. Ich hab zu viel gepoppt, Leute. Technik vielleicht nochmal. Komm. Aber ich bin. Das, ich finde immer ab einem gewissen Level bei solchen Spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt. Fühlt sich das Leveln immer so ein bisschen. Da fehlt mir die Belohnungsgefühl. Wisst ihr, ich meine, ich bin jetzt schon seit, glaube ich, 10-mal Leveln immer so, ja gut, dann mache ich halt hier noch ein bisschen Vitality oder Vigor. Ich denke immer so, ja gut, ich sehe ja, was für Werte sich ändern. Also irgendwie gefühlt kaum was. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Softcap-Ding ist oder so. Nina, ey. Ey, Nina, hast du eigentlich ein. Ich habe den Gag schon verstanden von dir bei Twitter, ne? Also deine Antwort auf diese 90er-Thriller, wo du dann einfach genau das geschrieben hast, was auf dem DVD stand, oder? Oder hast du das wirklich nicht gecheckt? Ich glaube nämlich, ich habe den Gag kapiert als einer der einzigen. Ja, aber ein Gag, habe ich mir schon gedacht. Nicht schlecht. Es wird keiner verstanden haben. Irgendwas mit und dem Regisseur von Hallo, Dickmann! Bonstimann, Martenmann. Er ist ein Martenmann, guck mal. Der explodiert oder so, oder? Und er tut mir irgendwie jetzt leid mit seinem dicken Bein da. Dark Moon, Moonstone of the Covenant. Verleibe es dir ein und upgrade deine Schwerter bzw. Waffen, was auch immer. Bisschen karg die Gegend hier, finde ich ein bisschen boring, muss ich sagen. Okay, erstmal einen Sturmschlag kriegen. Bisschen Tomb Raider-Vibes. Und ich bin irgendwie overpowered für die normalen Gegner. Ist auch ein bisschen boring, naja. Bin nicht der größte Fan von der Gegend bis jetzt, muss ich sagen. Also, fing vielversprechend an. Jetzt finde ich so ein bisschen... Man muss ja nicht immer alles loben, nur wenn man da... Ja? Also ich muss auch schon mal sagen, wenn mir das nicht so gefällt. Finde ich jetzt hier so ein bisschen boring. Aber macht trotzdem Spaß. Es ist Motzen auf hohem Niveau. Okay, das funktioniert nicht. Muss ich jetzt in das Decay-Scheiß rein? Oh, ich glaube, das war ein Fehler. Ah, ja. Herrlich. Naja. Ganz kurz was gucken, Moment bitte. Verarbeite das jetzt noch. Ach, YouTube braucht immer so lang mit den Verarbeitungen, ey. Was machen die denn da immer? Okay, da kam ich her. Hier war sonst auch nichts, ne? Es geht nur hier lang, glaube ich. Ja. Aber hier ist noch eine Leiter, aber das wird nach einer Abkürzung sein. Red Pill, guten Tag, guten Tag. Was ist denn jetzt los? Thank you.
Joink. Schaffe ich niemals. Doch. Ich hab's geschafft. Nee, never hätte ich das geglaubt. Kann man eigentlich auf Leitern heilen? Nee. Okay. Nice. Das war ja easy. Oh, hier ist ein Händler oder sowas. Oder eine Leiche. Eins von beiden. Bandle of... Was ist das hier? Okay. Wäre noch ein cooles kleines Extra gewesen, wenn man die Kerze hier hätte auspusten können quasi. Gut, Gustavo Gusto sagt guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Oder wie ging die Scheiße nochmal? Schmetterling irgendwo? Wo denn? Oh, Disruption war, glaube ich, das am wenigsten Schlimmste. Hä? Hau ab! Jawohl. Aua! Joink. Scheiße, Waffe kaputt. Immer diese Fässer, ey. Half Moon Stone. Legion Magazine. Sister Alchemist Odred. Although she could not be completed, she... May she be with us... Through her noble sacrifice. Fucking gemacht für so Einsteins, ey. Wie schnell lest ihr denn? Ich kann gerade mal so lesen. Eigentlich müsste ich auch mal so ein Wat war die Video machen mäßig. Aber halt mit Clueless Donnie so. Und dann aber so auch mit so richtig geil produziert, aber halt einfach nur Scheiße erzählen. Ja, und die Welt war voller Licht und die Asche war ein Teil des alten Volkes, welches irgendwie Asche gebraucht hat für eine Glut, die ewig brennen soll. Und König Gwyn hat Feuer, aber auch... Oh, Disruption. Muad'Dib, moin zusammen. Moin. Geht das mal weg, ist die Scheiße? Hallo. Warum geht das nicht weg? Was soll denn das? Gab's doch bei RBTV, oder? Wo jemand Stories erklärt hat von Sachen, die er nicht kennt. Ja, das habe ich sogar produziert. Wie haben wir es nochmal genannt? Irgendwie so. Das war lustig. Nee, ich meine eher so mit so aufwendig, wie Wat war, die das macht. So mit so krass geilen Bildern und so ganz nah am Mikrofon sprechen und so Streichermusik drunter und so. Der macht es doch immer so emotional. Ah, ich weiß, wo wir sind. Das haben wir vorhin von der anderen Seite gesehen. Da ist er immer so eigentlich. Gut, okay. Ich glaube, ich setze mich an den... Naja, warte. Wir haben jetzt schon so viel gekillt, ich setze mich jetzt nicht hin. Oi, mate! Oi, hello!
Hier war es doch noch. Hier gab es doch noch eine andere Richtung, die ich hätte gehen können. Warte mal. Hier, genau. Ne, hier war ich auch schon. Das ist doch irgendwie, ne? Das ist schön. Das ist wunderschön. Pickle Rick. Thank you. Thank you. Ey, kennt ihr den koreanischen Film The Chaser? Den kann ich euch empfehlen. Den gibt's bei Prime. Wurde mir auch in dem 90er-Filme-Thread empfohlen. Ziemlich hartes Ding, aber echt total abgefahren. Vielleicht habt ihr es noch nicht auf dem Schirm gehabt oder so. Ist schon echt krass. Ja, hier ging's weiter, gut. The Chaser. Halt wie immer bei den südkoreanischen Filmen, für meinen Geschmack, sehr overacted immer. Aber man kommt da immer so nach 5 Minuten rein, finde ich. Dann gewöhnt man sich dran. Il Appetito hat jetzt schon zweimal hintereinander mit einer Person geradet. Was ist da los? Entweder du raffst was nicht oder es ist ein Troll. Eins von beiden, deswegen werde ich jetzt noch nicht böse. Manchmal kapieren das die Leute auch nicht so richtig. Die Mechanik. Schaust du sowas auf Deutsch oder OV? Ja, ich habe es auf Deutsch geschaut. Ich hatte keinen Bock zu lesen. Ist ein Prankster wahrscheinlich, ja. Denke ich nämlich auch. Eigentlich hatte ich eigentlich eingestellt, dass man nur eine bestimmte Anzahl raiden darf, aber irgendwie scheint das, muss ich das wieder neu einstellen. Irgendwie. Ist auch nicht schlimm. Hier ist wieder ein bisschen Bibliothek, random. Also ich muss sagen, Level Design, also jetzt wirklich, jetzt nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Fan von dem Game. Und die Gegend soll wohl auch karg sein, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier, guck mal, wie das hier aussieht. Dann ist so ein bisschen so, das war schon auf den letzten Metern bei der Produktion, die so, ach komm, ey, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, jetzt mach mal da halt noch ein bisschen so eine Wand hin, da ein paar Flaschen. Komm, das ist jetzt, wir müssen den Release, kommt, wisst ihr, was ich meine? Also, die haben halt sehr, sehr viel Liebe zum Detail, wirklich überall gehabt. Und deswegen finde ich immer so, will ich gar nicht hier groß motzen, weil ich wirklich echt weiß, oder mir vorstellen kann, nicht weiß, dass die Produktion von so einem Spiel echt krass ist, ne? Aber es fällt halt trotzdem auf und hier vor allem fällt es mir schon echt stark auf, dass es so ein bisschen weniger liebevoll ist als die restlichen, also was davor. Guck mal, hier ein paar Bücher, einfach so ein bisschen random. Also, guck mal, hier stellen wir noch so ein Ding hin. Siehst du, wie es aussieht? Das sieht aus wie ein Raum, den ich gemacht hätte. Und ich meine das ernst. Ich wäre so, ja gut, ja komm, ich will jetzt auch mal los. Mal hier noch, komm, da ist noch so eine Schrebe oder so. Passt schon. Ich hatte nie wirklich eine gute Arbeitsmoral. Ich stehe, also ich mache da kein Geheimnis draus. Kommt immer darauf an. Bei manchen Situationen schon. Was heißt Arbeitsmoral? Ich hab einfach. Wieso zeigen die einem so eklig hier den Arsch da, ey? Ups. Nee, bei mir war es anders. Das muss ich jetzt noch kurz mich rechtfertigen. Boah, jetzt. Weil das hat ein bisschen was mit meinem Wesen zu tun auch. Also ich war immer auch in der Schule und so und bei jeder Arbeit oder so, ich habe immer etwas gebraucht, wofür ich Interesse haben musste. Und dann hatte ich eine sehr, sehr gute Arbeitsmoral, würde ich sagen. Dann bin ich auch der irgendwie noch 3 Stunden nach Feierabend da bleibt, dran arbeitet, außerhalb der Arbeit dran arbeitet, weiterdenkt und so. Das hat, glaube ich, ein bisschen mit ADHS auch zu tun und so. Aber wenn mich halt etwas nicht wirklich stimuliert oder fordert oder so, ne, dann bin ich wirklich, dann finde ich das sehr schwer, mich sozusagen. Ja, also, man nennt es halt Arbeiten, könnte man jetzt argumentieren, I know, aber. Naja, egal noch. Aber deswegen mache ich ja jetzt den Job, da habe ich jetzt das gefunden, womit ich meine Talente und meine Sachen einsetzen kann, glaube ich, gut. Und dann, ja. Ich glaube, es geht vielen wahrscheinlich so, deswegen überlege ich gerade. Eigentlich ist es ein bisschen auch so eine easy Ausrede zu, also durch, man könnte eigentlich übersetzen mit, ja Donny, du bist halt faul. Und das stimmt wahrscheinlich auch. Aber andererseits habe ich auch, zum Beispiel als ich in einer Werbeagentur gearbeitet habe, da habe ich so fucking viel gearbeitet, Leute. Da hatte ich auch echt mal so, weiß ich nicht, 80 Stunden, nicht aber viel, also echt viele Stunden in der Woche.
Aber da haben mich die Sachen auch interessiert. Und es war es auch manchmal schwer. Da muss man so scheiß Calls machen mit Kunden, die keinen Humor haben und so. Und da muss man denen die Jokes erklären. Aber irgendwie. Ja. I don't know. Anyway. Was habe ich da gerade aufgehoben? Ja, ein Waffchen, ne? Hier. Ey, das sieht halt einmal richtig geil aus, Leute. Ey, die ist doch voll ähnlich wie meine Waffe jetzt. Vielleicht ist das was. Wo warst du, Jungfrau von Matt? Nee. Ich meine, ich habe auch mal was für Jungfrau Matt gemacht. Aber als Freelancer. Okay, die Waffe gefällt mir gut, Leute. Ich muss sagen, die ist irgendwie nice. Der Handle ist vor allem auch nice. Das ist auch wieder so ein Feuerhandle oder so. Säure-Attribut. Ja, wir müssen die wenn überhaupt dann leveln erstmal, aber... Oh, komm mal, meine. Plus 10. Bone-Cutting Sawblade plus 10. Es ist halt einfach auch eine Waffe, die einfach sagt, hey, ich bin hier der Chef. Warte, ich kam von hier? Nee. Okay, jetzt geht's hier hoch. Hier sind überall Items noch. Wo komme ich denn in die... Oh oh. Ha! Okay. Gar nicht gecheckt. Finde auch so ein bisschen die Gegner, die hier so sind, alle ein bisschen easy auch. I don't know. Also ist auch okay. Ist jetzt nicht meine Lieblingsgegend von dem Game. Da finde ich das schon, war eine andere Gegend. Irgendwie cooler und fordernder und so. Es ist ein bisschen geradlinig. Ist halt so ein Sense Fortress mäßig. Man läuft halt hier durch. Aber ist ja auch mal okay. Da ist nochmal so ein Ding, ne? Gehst du, geht das los? Wieso kommt das jetzt nicht raus aus der Wand da? Ja, und guck, und das System ist auch so. Ja gut, jetzt haben wir das da aufgemacht, aber ich habe es gar nicht bis jetzt als Obstacle gesehen. Jetzt habe ich halt da eine Brücke gemacht. Naja. Dann müssen wir jetzt wieder runter wahrscheinlich. Dark Moon, Moonstone of the Covenant. Welche Streaming-Dienste hast, nutzt du? Alle. Nee, ich hab, glaub, Apple TV... Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus, Paramount Plus, Sky, HBO, also, wie heißt das Sky-Ding davon? Ich hab viele. Ja, ich musste auch wieder was kündigen. Ich hatte bis neulich ja auch noch The Zone auch noch.
Aber nur weil ich halt einmal Champions League gucken wollte, habe ich vergessen, das abzumelden. Ja, keine Sorge, Leute, egal wie viel ihr mich supportet, reich werde ich nicht. Aus solchen Gründen. Ich muss mir auch mal eigentlich mal was anlegen, Leute. Ich habe keine Rücklagen, wenn ich irgendwie mal alt bin und nicht mehr streamen kann, habe ich keine Rente. Ich glaube, ich kriege 60 € oder so, stand jetzt von der deutschen Rentenversicherung. Oh, ich lache, es ist Galgenhumor. Also Deutschland, Selbstständiger, wenn man sich da nicht drum kümmert selber, ey. Ich sag's euch, Leute, passt lieber auf. Ich muss irgendwie Aktien oder so anlegen, irgendwie so, aber habe ich keine Ahnung von. Das dürfte 2050 ein Döner im Monat sein. Grundsicherung. Nee, passt schon. Also ich verdiene ja auch hier gut. Ich muss da irgendwie mal gucken, dass ich da irgendjemand mich mal beraten lasse oder so. Ich wusste, dass das passiert. Das war das Problem. Hab ich schon kommen sehen. Welcher Streamdienst ist am schlechtesten? Ich finde Sky furchtbar. Ja, Sky ist schon auch ziemlich scheiße, ja. Das Einzige, was halt bei Sky gut ist, ich vergesse mal den Namen, wie heißt denn das? Mann, das heißt da nicht Sky, das hat irgendeinen scheiß anderen Namen. Und die haben halt die ganzen HBO-Sachen, das ist halt natürlich übel geil. Sopranos, The Wire, was weiß ich. Wow, genau, Sky, wow, auch so ein Name, wo ich denke, Alter. Okay, die sind aber cool irgendwie, die Gegner, finde ich. Ey, die ganze Zeit mit dieser Waffe. Wow, ist der Name. Kacke, ja. Ich glaube, ich finde das Beste tatsächlich. Ich bin wirklich... Also, das eine Sache, muss ich sagen, bei Sky ist gut. Die haben ja irgendwann gesagt, okay, komm. Also, ich meine jetzt wirklich Sky, dieses... Ich habe auf dem Fernseher, auf dem Smart-TV aus, habe ich so Sky-Sender. Ich habe 2 Pakete, glaube ich, von 3. Ich habe, Sky Filme und dieses andere ist so Sky, so kommen halt irgendwie so Ami so Serien und sowas. TNT-Serie und so oder Sci-Fi und so. Das finde ich schon ganz nice. Und eigentlich hätte ich das schon längst gekündigt, wenn die jetzt nicht das gemacht hätten neulich, mit diesem, dass man einfach so Paramount Plus dazu bekommt, ohne Zusatzkosten. Aber jetzt muss ich echt sagen, Paramount Plus gefällt mir gut. Vor allem, wenn man so Bock auf 90er-Jahre-Filme hat und so. Paramount ist wirklich krass, was alles Paramount gemacht hat, ey. Das ist wirklich, also gerade so 90er, 2000er, gefühlt jeder Film war von Paramount. Und die haben auch gute neue Serien da. Ich finde dieses Tulsa King, finde ich auch echt gut mit Sylvester Stallone. Also, das finde ich ganz nice. Und ansonsten finde ich Apple so vielleicht das qualitativ Beste. So mit The Morning Show, mit Severance und so, das waren echt schon echt geile Sendungen, aber die machen halt zu wenig. Da kommt dann immer so, weiß ich nicht, einmal im Jahr so eine gute Serie raus oder so. So, warte, wo muss ich jetzt hin? Ich finde auch so komisch, dass Sky das so kompliziert, also keiner, den ich kenne, rafft das. Mit, ja, ist jetzt Sky das gleiche wie Sky Plus oder Wow, aber das ist doch nicht das Ding, was man auf dem Fernseher hat. Dann gibt es wieder Sky Ticket, das gibt es aber jetzt wohl nicht mehr. Also es gibt auch einen Unterschied zwischen Sky sozusagen als Browser sich einloggen, um auf dem Laptop zum Beispiel Bundesliga zu schauen, ist aber nicht das gleiche, wenn man es auf dem Smart-TV hat und so. Es ist einfach, ich weiß nicht, was bei denen los ist, die machen so komische Sachen. Okay, warte, ich bin hier gerade lost. Donny, du hast jetzt deinen eigenen Sub-Sound bei Bon Jovi. Was kommt da? Godgamer? Warte mal, hier muss ich lang? Da ist eine Kiste. Was kommt denn da? Oh nö, das ist jetzt hier so eine Scheiße. Na gut. Godgamer! Das ist doch geil. Muss ich die verklagen wohl, hä? Ja, ist ja meine Stimme, ja, habe ich ja mal Rechte dran. Wird mal schön alles demonetarisiert jetzt bei Bon Jovi. Den Laden, den ziehen wir. Ja, den kriegen wir. We're gonna burn them to the ground. Da muss ich mal meine Rente einklagen. Vom Matteo höre ich übrigens auch kaum noch was.
meldet sich gar nicht mehr bei mir. Will nicht mehr mit mir spielen. Bin ich hier richtig? Matteo hat seit einer Woche Grippe. Ja, ich weiß, ich habe ihm auch gute Besserung gewünscht. Meldest du dich denn bei ihm? Nö, sehe ich nicht ein, er muss sich melden. Nein, alles gut, Leute. Ich hätte schon mal wieder Bock, was mit Matteo zu machen, not gonna lie. Wenn er wieder gesund ist, vielleicht finden wir was. Was, Leute, ich laufe hier gerade falsch. Ich weiß, ich laufe gerade zurück zum Stargate, aber war das hier der richtige Weg? Das kommt mir so arschweit vor. Nee, Portal spiele ich nie wieder mit Matteo. Da bin ich immer noch beleidigt, dass er das dann... Er kannte die Levels schon. Dann sah ich da so aus wie so ein Idiot. Und er hat immer nie gewartet, ist immer schon so rübergehüpft und so. Und ja, komm doch, ist doch einfach und so. Und ich, ja, okay, was ist denn jetzt los? Und er hat einfach das schon gekannt alles. Hab ich schon wieder getrollt. Ich will mal irgendwas gegen Matteo spielen, wo ich einfach so deutlich besser bin. Pro Evolution Soccer zum Beispiel. Age of Empires. Wäre auch witzig. Warte, ich raff nicht, wo ich hier lang muss. PGA Tour. Können wir auch mal wieder zocken, mal ehrlich, ey. Leute, laufe ich hier richtig? Ich finde das komisch. Wie komme ich denn jetzt wieder in den Bereich mit diesen komischen Streben und so? Ich laufe hier falsch, glaube ich. Das ist doch hier rückwärts, ne? Oder doch nicht? Nee, ich glaube doch. Das ist doch richtig, hä? Nee, eben nicht. Doch, hier? Ich bin lost. Ah, hier ist richtig. Ist schon Zeit für Bierchen, fragt Fußballpolizei. Keine Ahnung. 18 Uhr. Muss selber wissen, Kalle. Wieso ist denn der Weg so scheiß lang? Das ist ja unglaublich, wie weit ich jetzt latschen musste. Dann war ich ja wahrscheinlich kurz vor einem neuen Stargazer, hä? Das kann ja wohl sonst nicht sein. Wie weit ich hier gerade laufen muss. Ne, da oben war ich schon. Dann die Brücke aufgemacht, genau. Der hat jetzt keine Waffe da oben mehr. Alter, das ist ja ätzend, wie weit wir jetzt hier laufen mussten, um wieder... Warte mal, ist hier die Ab... Hier ist doch eine Ab... Ah, okay, warte. Hier ist die Abkürzung, ne? Ja, gut, habe ich die wohl nicht gesehen, ne? Scheiße. War genau hier. Jetzt bin ich den ganzen Weg, musste ich nochmal laufen. Kann man denn nicht auf diese Schräbe da? Da kann man doch drauf, oder nicht? Oh, wirklich hüpfen? Ja, ich glaube, ich muss meine Xbox Series X auch mal wieder rauskramen, tatsächlich. Weil ich höre jetzt immer mehr, dass der Game Pass und so, der wird jetzt wohl krass. Aber vor allen Dingen will ich einfach Forza ausprobieren mal. Leute, ist es da richtig, dass man da hüpfen muss? Das kann doch nicht sein. Also ich höre echt immer mehr Gutes über Forza und habe auch die neuen Videos von SuperGT, fand ich auch echt cool irgendwie mit dem Game. Okay, darf alles dafür jetzt, ne, oder was? Das war's. Wo geht's denn dann weiter jetzt? Ach, Lies of P war auch im Game Pass, oder was? Okay. Okay, dann gehe ich wohl, muss ich woanders. Ich muss wahrscheinlich hier hoch und dann... Von hier aus wieder irgendwo. Ne, hier nicht, sondern hier weiter vielleicht. Gerade echt keine gute Orientation across the nation hier. Naja, hier geht's weiter. Okay, ich scheiß mal auf den Typ. Obwohl, der schießt mich sonst ab, ne?
Ah, ich wusste's. Okay, hier ist jetzt wieder die Musik leiser, finde ich gut. Warum? Ist das ein Fehler im Spiel, oder? So, jetzt Vorsicht vor Fallen. Vorsicht, Nepperschlepper. Oh oh. Oh, ist es. Nemesis! Gottgamer hier, Gottgamer hier! Ich mach lieber erst das. Ist das vielleicht eine Abkürzung nach ganz unten? Nee, geht nach oben. Haha, direkt genutzt hier. Einfach mal gemacht. Einfach mal spontan geseit. Jetzt können wir das Item holen hier. Nice. Chillig, vanillig. Ja, ja, ja. Da kann man nicht, ja. Okay, cool. Ah! Kischte mischte! Waffe. Gib mir eine Waffe. Boring. So, was ist denn hier noch? Ist nur der Boy? Ach komm, ich mach den mal eben, oder? Wir haben doch keine Angst. Ich hab keine Angst mehr! Du sollst brennen. Ja, schnell weg. Mann. Stirb. Schwören können, meine Waffe geht da jetzt gegen die Wand. Stop, Pulp! Und gelöt. So, warte, was ist denn das für eine Leiter? Da ist ein Item, dann hole ich das doch. Okay, ist ja noch eine Leiter. Wo geht's denn jetzt hier noch lang? Die war ich ja auch noch nicht. El Bebe. Ach no, wir sind... Ne, hier war ich schon. Aber wieso kam... Okay, ich raff's gerade irgendwie nicht. Okay, aber hier war... Jetzt haben wir alles abgefrühstückt. Schon mal gut. Fabi04, danke für den Prime Sub. Vielen lieben Dank. Für den Support. Okay, da ist der Aufzug. Und hier war aber auch noch ein Gang. Hier sind Fallen, Achtung. Hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Sauerkraut, Sepp. Danke für deinen Prime Sub. Resub sogar. Ist das vielleicht die große Abkürzung? Ich glaube, das wird eine sein, ha? Das wird, glaube ich, eine richtig große Abkürzung sein. Wie bei Sense Fortress, diese eine. Dieses eine, was ich nicht weiß, ist dieser Käfig. Ja, safe. Ich setze mich mal an den Stargazer. Hier ist irgendwo bestimmt einer, oder? Ah, hier ist ein Kollege. I'm not going back. I'm sick. It's cruel. Test Subject. There's real meals and real songs out there. What? Your thanks.
Happy. Hat er vielleicht ein Händler-Zeugs? Peaky Blinders! Peaky Blinders. I can read memories, sagt er. Jetzt geht's vielleicht hier auf und dann ist... Ihr müsst jetzt ein Stargazer sein eigentlich. Was es bei mir zum Abendessen gibt, weiß ich noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall schon Hunger jetzt. Ich habe mir überlegt, ich mache einfach einen Ramen. Ramensuppe. Aber so eine normale, billige einfach. So, hier geht's zu dem Stargazer hoch, ne? Ich mach das schnell. Sammel schnell meine Heals wieder ein und dann gehen wir den Aufzug nochmal hoch. Hi, Donny und Chad. Heute erste Nacht in neuer Stadt, neuer Wohnung. Alles neu, aber der Stream macht's erträglicher. Ist doch geil, ist doch aufregend. Ist doch was Cooles. Flow Rosem. Wenn ich deinen Content schaue, höre, geht's mir einfach immer besser. Leute, jetzt hört mal auf, ey. Ist ja unangenehm jetzt hier fast für mich. Vielen Dank. Aber ich hätte ehrlich gesagt gerne mal wieder so ein Gefühl wie neue Stadt, neuer Job oder so. Also als einfach sowas. Ich dümpel hier irgendwie seit ein paar Jahren irgendwie mehr oder weniger gleich rum. Langsam habe ich auch irgendwie, denke ich mir so, ein frischer Wind wäre auch nicht schlecht. Aber trotzdem, mir geht es jetzt nicht schlecht oder so. Aber manchmal sehne ich mich schon auch wieder so nach was irgendwie. Was krass, mit neuen großen Projekten oder so oder irgendwas, aber. Müsste man halt nochmal selber für arbeiten. Ich will wieder Stand-Up machen auf jeden Fall. Ich habe ein paar Stand-Up-Ideen angefangen wieder aufzuschreiben. Und die halt nicht auf Twitter dann rauszuhauen. Da kommt jetzt nur noch der Müll. Ab jetzt kommt nur noch der Müll auf Twitter. Den ich nicht gebrauchen kann. Und dann halt just for fun, weil ich werde mit Stand-Up ganz sicher kein Geld verdienen. Aber dafür verdiene ich ja mit Podcast und Twitch und so und YouTube mein Geld. Und dann habe ich so ein Ding, was ich nebenher noch so als Ausgleich mal wieder mich fordern kann. Hätte ich halt schon mal Bock drauf. So, wir sind doch nie ganz hochgefahren mit diesem Aufzug. Was kommt jetzt? Kommt vielleicht ein Boss oder so? Hm. Okay, chill doch mal einfach ganz kurz. Hm. Sieht alles recht episch aus hier. Hier ist eine wichtige Abkürzung, glaube ich, ja? Ja. Ich werde nicht drauf reinfallen. Ich werde nicht mit Lock-On spielen. Ich werde nicht... Nein! Scheiße. Seit wann furzen die so einen Scheiß? Hä? Seit wann machen die sowas? Schön immer, Danny. Gerade kurz, ganz kurz vor der Abkürzung vor allem auch, ey. Müssen wir uns den wiederholen erst? Ah, nee. La 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 la! Aufzug fahren, ja, guck mal unser Gesicht an. Langsamster Aufzug im Spiel, ja? Ist das so? Hm.
War knapp. God Gamer. Ich wusste, es reicht nicht, scheiße. Okay, gut. Konzentriert gemacht, sehr gut. Was war hier noch? Dann jetzt die Abkürzung machen. War das schon mal was, wo ich war? War ich da schon? Electric Blitzknechte. Oh oh, was ist das denn? Riesen, das ist ein Krug. Oh oh, das sieht schon ziemlich end. Ey Leute, ich glaube, das ist der Endboss, Alter, oder? Das sieht doch Endboss-mäßig aus hier, klar. Aber das wäre ja voll der lange Bossweg. Da habe ich auch nicht so Bock drauf. Bist du cool oder uncool? Black Cat. Seriously, that's impressive. How did you follow me all the way here? Fighting is all I actually thought we were friends. Ich glaube. In the end, I really don't care. There's only one reason we were given a mission. I'll let you go if you give me gold coin fruit. I had a feeling we might eventually see eye to eye. I like you. Don't trust you yet, but I'm a cat. I'm slow to trust. I'm sick of it. I'm sick of Krat. Sick to death of just surviving. Hurting, stealing, kidnapping, surviving. When the hell does it end? My sister and I are going to leave for a different city. And you have to know that old man, Geppetto. Der greift mich eh gleich noch an. Ich weiß es doch. Ultimately, we want this. Oder wohl doch nicht, ja? Okay, wir sind Friends. Aber ich habe mich gerade ein bisschen genötigt gefühlt hier so. Ja, gib mal Goldcoin, dann sind wir Freunde. Habe ich mir auch schon gedacht, so, ja gut, was ist das für eine scheiß Grundlage für die Freundschaft? Ultimately. Okay, gut. Da. Ich brauche jetzt mal einen Stargazer, Leute. Ich habe keinen Bock, nochmal den ganzen Weg mit dem Aufzug zu fahren und so. Komischerweise läuft die Musik nur draußen. Okay, was ist das? Leiter oder das Ding hier nehmen? Okay, es geht hoch. Natürlich geht's hoch. Mit Gas. Keinen Sinn gemacht. Ja, gut. Gut. Stargazer activated. Ich muss noch mal Pipi, Leute. Letzte Mal.
So. Ich kann diese Musik nicht mehr hören, ey. Was ist denn jetzt los hier? Nebel? Ich sehe den doch, aber was ist jetzt hier los? Ja, komm halt mal runter jetzt. Wuppi. Jetzt steigert er. Tschüss. Och, komm. Ja, klar. Gut. Was war das jetzt? Das war ja irgendwie auch ein bisschen... Einfach ein normaler Gegner war das doch. Okay. Hier ist eine Falle. Sehe ich. Dark Moon Moon Stone of the Covenant. Klingt ein bisschen wie der Typ bei Dune, oder? Der das so vorliest, diese Karte. House Atreides, the Emperor... has appointed you to be the new steward of Arrakis to perform as protector and steward. Was auch immer. Was ist denn jetzt los hier? Was soll denn das? Ach komm, Minion-Gegner wollen wir jetzt hier stressen? Ach, ja, nee, ist doch jetzt auch mal unnötig hier. Kann ich auch. Nein. I'm not gonna die. Nein, nein, nein. Junge! Jetzt verpiss dich doch mal. Och, ey. Was ist das für eine Scheiße hier? Alter! Ey, das war jetzt mal übertrieben nervig. Agiles Modell. Danke dir für die 5 Monate. Yet another Chris. Auch nochmal gesubbt. Warte mal, wir haben 5 Heals jetzt hin. Ich hasse diese Krabbler auch, auf jeden. Warum ist hier so komisch nebelig? Level, warum bist denn du so nebelig? Aber irgendwie cool, mal wieder so ein paar Puppets zu sehen. Ich freue mich schon fast. Ich hab euch vermisst. Polizei, Puppets. Tübingen, warum bist du so hügelig? Tübingen, warum bist du nicht flach? Alter, diese Dinger, ey. Okay, das soll wohl so ein bisschen labyrinthmäßig sein hier, hä? Ist hier noch ein Krabbler? Kann das sein? Nee, das sind seine komischen Tentakeln, ja. Okay, nice. Gutes Loot. Noch gar eine Beschwer mich. Können schon wieder leveln übrigens. Feuer erbräuse. Meine Waffe ist kaputt. Furby, danke. Hör auf. Hör mir auf. So, jetzt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese Gegend. Ich sag's jetzt, wie es ist. Nenn das Kind jetzt beim Namen hier. Die Gegend ist irgendwie nervig.
Aber es soll sie wahrscheinlich auch sein. Aber immer die gleichen Gegner. Stand by your man. So, ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhiger. Ich muss mich ja tatsächlich konzentrieren. Ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Und es soll auf jeden Fall so labyrinthmäßig sein, aber... Ich glaube, hier geht's lang. Es sind auch wieder Leute, ey. Boah, ey, die Nerven. Meine Waffe eckt immer überall an, Mann. Oh! Genau beim Healen, ey. Oh, das ist ein Nervscheiß hier, ey. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo es lang ging. Aber jetzt weiß ich safe, das ist halt ein Labyrinth, ne? Ich werde jetzt auch die Gegner aus dem Weg gehen, ich hab keinen Bock, die alle zu machen hier. Könnte natürlich auch ein Fehler sein, aber wir werden es rausfinden. In so eine Sackgasse rein ist nicht so schlau, glaube ich. Wenn man verfolgt wird. Nein! Scheiße. Nicht gut. Ah, gut. Nice. Schnell, schnell, schnell. Hoch, 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 komm. Nice. Dieser Weg wird steinig und schwer. Abo. Hier die Abkürzung frei. Schicke die Schalten. Schicke die Schalten. Ficke die Vergewalten. Verwalten. Oh, Alter. Ups. Jesus. So. So war der jetzt hier. Scheiße. Oh oh. Den Backstep. Mann, ich will den Backstep. Ach komm, ey. Oh. Die Gegend, ey, ist so ätzend, Mann. Aber ich habe die Leiter jetzt freigeschaltet, ne? Hier, links, oder? Wo war das noch? Nee, ein Raum weiter. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo die... Hier, glaube ich, ja? Ist hier eine Leiter? Weil da ist ja mein Ergo da oben. Glaube ich. Oh, Leute, das ist... Ah, hier, hier? Ist sie hier? Nee, da hinten. Aber welche Leiter habe ich denn dann... Keine Ahnung. Da, aber guck mal. Ich muss mir irgendwie mal merken, also. Ach so, der ist da, wo... Das ist der Anfangsraum. Einfach direkt rein, da muss ich nur um die Ecke dann, okay. Double Kill. Oh ja. Oh ja. Reicht nicht. Okay, der wird der Aggro. Nice. Ja, tschüss. Ich
Ich habe gerade dein Stand-up von vor 5 Jahren bei NDA geguckt. Gar nicht so schlecht. Ja, war schon auch nicht so geil. Ich muss da immer ein bisschen cringen, wenn ich sowas sehe. Trotzdem, danke, ist ja lieb. Boah, geil gekämpft. Alter, nice. Da habe ich richtig gut gemacht. Aber warum ist er jetzt nicht gestaggert? Ja, okay, der macht immer noch die Scheiße dann, ne? Fast so gut wie das von Eddie. Ah, ich habe ja Eddie über die Jahre immer und immer wieder damit genervt und gesagt, ey, mach's doch nochmal. Der Etienne hat dafür auch, der könnte das machen, aber der glaubt mir einfach nicht. Weil er halt so eine Scheißerfahrung gab beim ersten Mal, dass ihn, glaube ich, so abgeturnt hat. Aber das Setting war auch nicht so gut und so. Naja. So, wo geht's jetzt lang? So, das ist schon der erste Bereich, wo ich rein... Na, okay, warte. Ich glaube, da kommt dieser Clown, aber das heißt, muss ich jetzt den hier killen? Nein! Oh, es nervt! Diese Gegend. Ist jetzt hier die Abkürzung? Nee. Ist da auch so einer, der da wartet? Not gonna lie, ich gehe auf gut Glück jetzt gerade hier einfach lang und hoffe einfach, dass ich den Raum finde. Ich glaube, es war so ein Raum, wo viele von den Polizisten... Hier, der Raum ist es doch, oder? Wo ist denn die Leiter? Mann! Wie soll man das sich orientieren hier? Da! Okay, aber ist gut, jetzt ist der Typ runtergehüpft, das war gut für mich. Haha. Nice. Der ist jetzt runtergehüpft. Okay, das war tatsächlich ganz gut. Und jetzt kommt da gleich so ein Clown-Mini-Boss. Clown-Puppet. Geil. So, und der müsste jetzt hier kommen. Alter, bin ich gut, oder was? Diese Blocks gesehen, Alter? Sie hat schon staggert. Oh Gott. Tschüss. Das war gut. Gut. Ich glaube, ich hole mir einen Döner hier nach dem Stream, leider. Habe ich jetzt gerade überlegt. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Habe ich echt Bock. Guten Döner mal wieder. Und dann gucke ich mir Tatort oder so einen Scheiß an, Leute. Ich bin auch echt nur am Rumgammeln zurzeit. Ich habe gerade ein bisschen Energietief, ey. Ich muss echt wieder ein bisschen mehr Sport machen oder so. Oder irgendwas, mehr Wasser trinken. Was ist jetzt passiert?
Dito, ja, Herbst. Ich find's ja auch nicht schlecht, aber ich mag nicht dieses schlechte Gewissen, wenn man so unproduktiv ist. Nee, warte, ich kam von hier. Was war denn das jetzt? Ich verstehe es nicht. Unten Tor auf. Ha. Warte mal. Ich gehe mal kurz hier hin. Im Raum, wo die Leiter war, okay. Aber wurde das gerade gezeigt? Ich habe nämlich einfach nicht aufgepasst, was ist Streamer. Streamer-Things, ich habe gerade eine Frage über einen Döner geredet, glaube ich. Und hier? Nee. Einen noch. Doch. Nee, einen runter noch, glaube ich. Hier, in dem Raum. Ist jetzt eine Tür aufgegangen? Nee. Oh oh. Nicht gut. Aber ich bin gut. Hier vielleicht? Gut, wenn man die Cutscene verpasst hat, ist man jetzt ein bisschen gearscht, habe ich das Gefühl. Oh oh. Hier vielleicht? Ja, ich glaube hier. Naja, hier ist doch was. Nee, ist der Käse, wo ich war. Scheiße. Ah! Das erste, was ich sehe, Chat, komplett falsch. Hm. Leck mich doch. Ja, gut. Ich habe über Döner geredet. Das sollte immer aus valide Ausrede sein. Oh oh. Fehler. Fehler. Ah, nee. Sind halt die Seelen da jetzt drin in diesem Scheiß. Geradeaus vom Geyser, bis es nicht weitergeht, dann rechts. Geradeaus, bis es links offen ist. Gut. Nehme ich an, den Hinweis. Aber jetzt muss ich die Seelen trotzdem holen. Ergos! 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 Die habe ich relativ schnell gefunden. Nein, das ist ja gar nicht die Uhr. Ich dachte, es wäre die Uhr. Ey! Diese Krabbelwichser, ey. Wieso ist die Gegend hier so? Ich muss kurz ins Gäse. Jetzt habe ich die Seelen ja geholt. Also alles gut. Ich level auch mal schnell. Ja, halt, weiter die whatever. Donny, ernst gemeinte Frage. Gute Döner in Berlin, bitte nicht Gemüsedöner vom Dings von Dingenskirchen. Du wolltest eventuell mal deine Tipps zum Döner in Berlin. Freue mich. Sind Anfang November. Frau und ich sind Anfang November in Berlin. Dein Essens-YouTube-Video wird berücksichtigt. Sehr gut. Kann ich dir das aus der Hüfte nicht sagen. Aber als ob ich jemals Muster aus dem Döner-Gemüse-Kebab vorschlagen würde. Ich bitte dich. So. Geradeaus, bis es nicht mehr weitergeht, dann links. Hat er gesagt. Die Tür? Stimmt doch gar nicht. Rechts. Und jetzt?
Hier, ist eine Tür offen, oder? Das ist dann auch. Jetzt haben wir's. Nice. Behind the box. Guter Mann. Na gut. Oh nee, das weirde Baby schon wieder. Tschüss. Kaplan habe ich, glaube ich, nicht empfohlen. Ich meinte nur, glaube ich, Kaplan ist ein Döner, den kann man schon mal machen, so mäßig. Den habe ich früher immer nach dem Feiern gegessen. Schönhauser Allee, Kaplan. Oh, diese Waffe in der Gegend. Balance Crank nutze ich eh nie. Haha. Okay. Man merkt, dass dir das Thema wichtig ist, wenn du aus dem Stand nicht gerade nicht was empfehlen willst. Ich schon? Oh, Jesus Christ, what a Gegend jetzt hier. Die kommen aus den Käfigen raus. Da ist ein Big Boy. Ist es ja auch. Ach nö, Krabbelviecher haben wir auch. Ja, komm, haben wir hier eine Party oder was? Ach ja! Ist es geil! Aber ich bin gut. Ich bin wirklich gut. Ich bin ein guter Gamer. Ja, klar! Kann ich mit dir hier kämpfen? Das Baby ist gestorben und du hast das Quarz bekommen. Wieso ist es gestorben? Wirklich? Ist es gestorben? Wie geil. Ich guck mal kurz eben. Das hat unten die anderen Viecher gefightet. Wir gucken uns mal den Aftermath an. Was war da hier los? Ich bin hier hoch, ne? Abgehauen vor dem. Da ist es. Yes. Leute, manchmal hat man auch mal Glück. Funny. Highlight des Tages auf jeden Fall. So, wie viel? Drei Heals noch? Der Gegner hier, der war irgendwie ganz cool, finde ich. Coole Waffe damit, so eine Schockwaffe. Half Moonstone. Nehmen Sie, wollen Sie den ganzen Moonstone? Ne, ich nehme eine Hälfte. Klar. Ihr mischt? Ihr mischtet Moonstone bitte. 150 Gramm, ihr mischtet Moonstone bitte. Oh, mein Bauch krummelt schon voll. Ach komm!
Smile, please. Weiß ich nicht, dass ich. Ich habe einige Optionen hier bei mir in der Nähe, muss ich nachher spontan entscheiden. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich ja doch was anderes. Aber auf jeden Fall muss ich essen. Ich denke auch die ganze Zeit gerade nur an Essen. Obwohl ich eigentlich erst 2 Stunden streame. Ich weiß auch nicht, aber auf einmal habe ich übelst Hunger. Ich will natürlich das Item jetzt haben, aber da muss ich vielleicht wieder... Wie weit oben wir schon sind, Leute. Wir sind ja übelst weit oben jetzt schon. Da unten ist der... War das nicht da? Der Stargazer ganz am Anfang und so. Souveränst gelöst. Hier ist ein Turm. Naja, klar, es sind ja auch Koreaner. Das ist natürlich ein Volk, welches mit Belagerungstürmen und Türmen oft agiert, das weiß man. Haben ja auch ein bisschen Bonus für Turmbau. Weniger Stein, glaube ich. Okay, das könnte jetzt nervig werden. Was ist jetzt hier wieder? Hier ist irgendwas, leuchtet rot. Hier kommt irgendwie wieder so ein Scheiß raus irgendwo. Scheiße, aber Kiste. Lol. Ha. Zufallskiste. Oh oh. Boah, ätzend. Mach schnell! Scheiß auf die Animation. Joink, 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 joink. Red Fox Amulet. Ich bin tot. Ah, der tritt mich einfach. Ja, klar. Diese Geldmann. Ah, ich kann auch mit meinem Schwert immer nirgendwo schlagen. Okay, wir machen jetzt noch ein. Ah, also nicht mehr lang, Leute. Ich habe Hunger. Ist jetzt meine kürzere Session, Leute. Wo ging es jetzt immer lang? Ich muss den ganzen Weg jetzt nochmal laufen. Ja, scheiß auf die Schmetterlinge. Die bringen eh immer nur komischen Crap, den ich gar nicht benutze. Guap! Moving on up, moving on up, moving on up. Bra, se, ba, ba, ba. Speedrunner. Souverän. Hier muss doch bald ein Stargazer sein irgendwo. Ich muss aber die Seelen erstmal aufsammeln. Nice. Oha! Keine Ahnung wohin, aber gut. Ist das wieder so ein Troll?
Und wo? Da ist ein Geyser! Ah! Sonderkorridor da! Ich hab schon sieben. Ich hab noch sieben Heals. Ja, komm. Also, nochmal. Jetzt haben wir die. Es war, glaube ich, eine wichtige Abkürzung. Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nicht mehr machen da. Nice, 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 nice. Und jetzt geht's hier wieder hoch. Jetzt haben wir ja, jetzt haben wir nicht so viel zu verlieren hier. Oh, leck mich, schon wieder gleich einen Fehler gemacht. Glück gehabt, glaube ich, genau wo ich da gelandet bin. Ah! Gerade wollte ich sagen. Der Schmetterling ist auch mit runtergefallen. Ja, ich habe es gerade gemerkt, dass ich ein bisschen lucky war. Ganze Situation gerade. Bin auch gut gelandet. Nice. Okay. Jetzt haben wir den Schmetterling. Was ist denn das? Dann können wir dir noch das Item holen, würde ich sagen. Easy. Nice. Dann ihn jetzt noch machen. Aber diesmal... Oh, hüpfen ist einfach scheiße in solchen Games. Immer. Ich wusste, es reicht nicht. Okay, nice, 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 nice. Läuft, 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 läuft. Da sind meine Seelchens. Okay. Gut. War hier noch irgendwas? Ich glaube, soweit, so gut. Mr. Bison einfach, Alter. Richtige Arbeit hier, ey, die Stelle. Der ganze Weg, ey. So, Light War. Wo ist denn das? Aber ist doch spannend, irgendwie. Mhm. Okay. Hier war aber noch was ich abchecken will. Kofi Bert, hallo. Hallo. So, war habe ich hier wirklich alles. Weil hier war doch noch ein Weg. Vielleicht ist hier ein Geyser. Geyser. Crikey. Crikey. Aha, hier ist aber auch nochmal irgendwie komplett gelötet hier. Eine gelötige Ecke. Ja, warum habe ich mir das schon gedacht? Alter, wie geil ist das denn? Oh, okay. Ich hab Schock.
Interessanter Gegner auf jeden Fall. Oh, ich schwören können, ich sterbe jetzt. Komm schon mal. Ich habe kein Stamina. Ich habe kein Stamina. Alter, ich habe kein... Schock ist so scheiße. Oh, oh nee, komm, ich sterbe jetzt nicht. Das war, glaube ich, dumm. Ein Schlag noch. Oh Gott, ey. Schock ist so scheiße. Du kannst nichts machen. Abgefahren, aber war cool. Cooler Gegner irgendwie. Es ging ja auch nach unten. Ich muss jetzt mal gucken. Was kommt hier oben? Aber ich glaube, heute wird es nichts mehr mit Endboss. Oder was auch immer hier noch kommt. Weil ich jetzt, wie gesagt, jetzt bald mal reinhau, aber wir haben auf jeden Fall gut Meter gemacht. Hier muss irgendwo ein Geyser kommen bald, ey. Gehe ich jetzt hoch oder nicht? Was war denn unten? Warte mal, ich muss gucken, was da unten war. Ich glaube, tendenziell nach oben ist Richtung... Ist quasi dann Richtung Progress und vielleicht war das ja unten nur ein kleiner Schlenker noch. Aber ich will mir das angucken. Hier, ne? Oder? Nee. Hier? Nee, warte, hier weiter und dann hier runter. Genau, das will ich mir jetzt noch angucken, weil da ist eine Kiste. Aha. War mir gerade nicht sicher, ich schwör's. Keine Heals mehr. Gib mir was Geiles. Quarz. Na gut. Und hier kann man das ausmachen, oder was? Okay. Ja gut. War jetzt nicht so viel Krasses, aber... Ist hier eine Leiter oder so? Nee, ne? So irgendwie, ne? Gut. Dann gehen wir jetzt, Leute, an den nächsten Stargazer und dann ist hier heute gut. Weil ich muss dringend essen. Leider kein Döner in der Kiste. hier. Was gibt's zu essen? Ich gehe raus, spazieren und hol mir einen Döner. Auf die Hand. Ey, jetzt muss aber echt hoffentlich ein Stargazer kommen, weil wir haben keine Heals mehr. God Gamer! Hier kommt doch jetzt safe ein Geyser, komm. Auf zu Gibori. Zu Gidogi. Carcass Buddy Fluid Bow. Die sind gut. Okay, jetzt muss doch jetzt irgendwo, das ist doch jetzt irgendwie, ne? Ja, schön, Mensch, Leute. War doch jetzt mal eine chillige Session. Ich wollte eigentlich erst ab Montag wieder streamen. Jetzt bin ich eigentlich ganz froh, heute nochmal angeworfen zu haben, ein bisschen gearbeitet zu haben, ein bisschen hier produktiv gewesen zu sein. Da bin ich happy. Wie lang ist das denn jetzt hier?
That's what she said. Siehst aus richtig happy aus. Meinst du das ernst? Ich, so ultra happy bin ich jetzt auch nicht. Okay, hier ist wirklich wohl... Ja, nee, wir... Ich hab so Hunger. Wir nehmen den First Try. Mal angucken! Menschlich, gut. Alter Gott, der sieht schon geil aus, oder die. Mit dem Summ. Das ist cool. Alter. Boah, die hat aber ein Schwert, ey, Junge. Guck mal. Ein bisschen wie der bei Game of Thrones. Wisst ihr, was ich meine? Der Game of Thrones, der Zombie-Dude. Lachs. Laxasia. Okay. Aber machbar. Ich mache einen noch. Einen noch, wirklich nur einen. Diesmal wirklich, ich habe wirklich echt ein Loch im Bauch. Ich merke es richtig, mir ist auch ein bisschen schlecht schon. Ich denke, wann kommt's? Okay, nächstes Mal, Leute, dann machen wir den oder die. Easy, krieg ich hin. Muss man halt ein bisschen... Da muss man halt parieren und so. Ey, Leute, macht's gut. Ich danke euch. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Kann ich jemand raiden? Vielleicht Bornschwa einfach, ha? Bisschen was zurückgeben, ha? Für die letzten großen Raids. Die sind gar nicht... Wer ist da? Leon. Ja, doch, Godgamer. Komm, dann schicke ich euch rüber zu Bornschwa. Ist doch klar. Guten Döner, danke. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. War schön chillig mit euch. Wir sehen uns morgen wieder, Montag. Wird wieder gestreamt. Ich überlege mir was. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und wir sehen uns dann im nächsten Stream. Bis dann. Ciao. Godgamer.